Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnenburg, Iburger Straße in Osnabrück. Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Joe, ein Punkt gewonnen oder zwei verloren? Ein Punkt auf jeden Fall gewonnen. Wir haben gut angefangen mit einem frühen Tor. Aber dann hat Duisburg halt schon mehr vom Spiel gehabt, was auch normal ist. Und dann letzte Viertelstunde von der ersten Halbzeit müssen wir halt noch ein Tor machen. Und dann haben wir etwas mehr Ruhe in der zweiten Halbzeit. Das ist uns nicht gelungen. Und deswegen kam Duisburg raus, haben schon halt Theater gemacht in der zweiten Halbzeit. Wir haben über eine Standardsituation das 1-1 gemacht. Wobei ich nie das Gefühl gehabt hatte, dass wir halt sehr viele Torchancen zugelassen haben. Versuchen weiterhin zu machen, wie wir halt in der Halbzeit aufgehört haben. Und Spiel ging hin und her, ohne große Torchancen auf beide Seiten gesehen zu haben. Kriegen wir 2-1 und dann haben viele damit gerechnet, dass wir halt einfach hinlegen und es 3-1 oder 4-1 kassieren. Das hat die Mannschaft nicht gemacht. Und das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und wir freuen uns natürlich für Heidi, dass sie Tor geschossen hatte. Aber ich freue mich insgesamt für die Mannschaft, wie sie einfach nach dem 2-1 aufgestanden sind und weiter versucht haben, halt Fußball zu spielen und den Ausgleich zu erzielen. Würdest du sagen, dass es eines oder vielleicht das beste Auswärtsspiel des VfL bisher war? Das kann ich nicht beurteilen. Es war ein Spitzenspiel. Zwei sehr gute Mannschaften auf dem Platz gewesen. Für einen Trainer ist es vielleicht nicht immer so einfach, so ein Spiel zu sehen mit Auf und Abs. Aber für die Zuschauer sehr interessant. Auf jeden Fall ein Spitzenspiel. Aber unterm Strich wiegt so ein bisschen noch, hier war mehr drin als dieser eine Punkt. Ne? Das hat man schon irgendwie im Gefühl, oder? Ja, wenn wir das 2-0 vor der Halbzeit machen, ja. Aber beim 1-0 ist es sehr eng und war noch so viel Spielzeit noch, dass es halt schwer hier ist, gegen so eine Mannschaft das zu halten. Wir haben aber zwei Tore heute geschossen gegen eine Mannschaft, die halt zuvor nur 11 Tore geschossen hat, gekriegt hatte. Und deswegen sind wir halt mit unserer Besetzung vorne halt sehr zufrieden. Vor dem 1-1 sah es so aus, als ob du auch Koka Engel bringen wolltest. Durch den Ausgleich hast du dann umdisponiert. Ist das richtig? Ja, genau. Wir wollten halt Koka reinbringen. Michael und Ochi haben beide Probleme gehabt und deswegen wussten wir, dass wir halt zweimal wechseln müssen. Wir wollten Koka, so wie wir letzte Woche auf der 6 haben, um das Zentrum noch ein bisschen dichter zu halten. Dann ist das Tor gefallen und haben wir gesagt, wir haben halt durch den 4-4-2 halt immer wieder halt Torchance gehabt. Deswegen haben wir uns entschieden, halt beide im 4-4-2 zu spielen. Gut, und Ochi Verriet und Michael Hohnstedt nach jetzigem Stand nichts Gravierendes an Verletzungen, das ist zumindest die Hoffnung. Ja, ich möchte nichts unbedingt viel zu sagen. Also nach der ersten Diagnose ist es halt, wir haben alles richtig gemacht, indem wir halt die Rechtsseite rausgenommen haben. Aber ich muss halt morgen auch abwarten, wenn der Arzt da ist. Und wir hoffen, dass es nicht nichts Gravierendes ist. Beide Spieler sind für uns extrem wichtig. Gut, gehen wir nochmal zum Spiel. Ein echtes Spitzenspiel der dritten Liga. Das war Werbung für den Drittliga-Fußball, kann man das so sagen? Ja, definitiv. Ich glaube, dass wir vor so vielen Zuschauern es genossen haben, halt diese Atmosphäre beim besonderen Spiel. Und die Mannschaft hat gezeigt, dass sie halt wirklich sehr intakt ist und gute Mentalität hat. MSV-Legende Bernhard Dietz, mit dem habe ich vorhin gesprochen, die sagt, so wie er den VfL heute gesehen hat, gehören die auch in die zweite Liga. Sein Wort in Gottes Ohr. Okay, vielen Dank.